Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Ihre Nachrichten heute. Antworten. Veilchenfans fragen zum Stammtisch. Gewinn. Weltentdecker erhalten Jugendfeuerwehr-Ehrenpreis. Und Erinnerung. EZV Scheibenberg wählt Vorstand im 25. Jahr. Glück auf. Gut, dass Sie da sind. Der FC Erzgebirge Aue. Unsere Veilchen haben am Wochenende ein echtes Derby vor sich. Im eigenen Stadion empfangen sie die Kicker der SG Dynamo Dresden und wollen gewinnen. Bis auf Präsident Helge Leonhardt hatten alle Veilchen, die am Mittwochabend beim Fanstammtisch Rede und Antwort standen, einen Tipp. 2:0 geht's aus. Was im Anger Neuwürschnitz sonst noch besprochen wurde, Mario Rosniak hat es sich angehört. Er darf nicht fehlen, wenn der FC Erzgebirge Aue zu Gast ist. Der Steigermarsch am Mittwochabend interpretiert von Treveller Falk Schirrmeister. Rund 75 Fans stimmten ein und eröffneten damit den Fanstammtisch. Den gibt es in der Gaststätte Anger im Ösnitzer Ortsteil Neuwürschnitz in regelmäßigen Abständen. Angesagt hatten sich diesmal Chefcoach Pavel Dotschew, Athletiktrainer Werner Schauper sowie Neuzugang Albert Banyaku und Dimitri Nazarov aus dem Spielerfeld. Für Dotschew ist die Rückrunde gut gestartet, wenn auch mit manch schwachen Spielen. Damit war auch gleich die erste Frage beantwortet. Ich denke schon, dass wir jetzt die Rückrunde sehr gut gestartet haben mit einem Sieg gegen Heidenheim, absolut verdient, trotz dieses Spättor, aber die Leistung war absolut in Ordnung. Dann, was wir dieses Jahr leider nicht geschafft haben, das nach gewonnenem Spiel, dass wir nächstes Spiel wieder nachlegen und dann so eine positive Entwicklung, Euphorie zu entwickeln. Das haben wir wieder nicht geschafft, weil in Sandhausen, denke ich, auch ein Spiel hatten, was sich sehr, sehr schlecht für uns entwickelt hat. Fange ich an auch mit der Auswechslung von Louis Samson, wo der Schiedsrichter, so der vierte Offizielle, zu mir sagte, ich muss ihn rausnehmen, weil er nächste Fall auch vom Platz gestellt wurde oder wird. Und da musste ich eigentlich ihn zu schützen und die Mannschaft auch zu schützen. Dann habe ich ihn rausgenommen und dann haben wir schon ein bisschen im Mittelfeld, ein defensiv, ein stabiler Mittelfeldspieler verloren. Und dann zweite Halbzeit, denke ich, auch durch Standards haben wir das Gegentor bekommen und danach haben wir kein Mittel gefunden. Das war eine schwache zweite Halbzeit von uns, vor allem nach dem Gegentor haben wir kein Mittel mehr gefunden und dann haben wir irgendwie so, muss man auch ehrlich sagen, aufgrund dessen auch verdient verloren. Auch gegen Greuther Fürth, so sagt Dotschew, habe man kein schönes Spiel gesehen. Für ihn liegt das aber an der Tabellenkonstellation. Und wenn man unten ist auf der Tabelle, dann hat nicht das Glück auf der Seite, hat man nicht dieses Selbstvertrauen, diese positive Trend. Und wir sind jetzt in so einer Situation, wo wir unten tief stecken. Aufgeben wolle man nicht. Das Ziel ist immer noch der Klassenerhalt in der zweiten Liga. Einfach wird es nicht werden. Da sind sich Fans, Trainer und Spieler durchaus einig. Von der Fitness her, so sagt es Athletiktrainer Werner Schauper, wäre das Ziel zumindest zu schaffen. Ich denke, dass wir Woche für Woche in allen Bereichen, was die Athletik abdecken soll, recht zielgerichtet und gut arbeiten. Es ist ja nicht nur die Kondition, was viele immer denken, die müssen einfach rennen können, die müssen schnell sein, die müssen koordinativ gut sein, die müssen springen können, schießen können, Kopfbälle. Also es ist so ein breites Spektrum, das wir abdecken müssen. Und nebenso ist ja die Geschichte letztendlich Fußball.
Und deswegen sind diese 5 Einheiten in der Woche gar nicht mal so viel. Albert Banyaku aus dem Spielerkader ist zudem ebenso zuversichtlich. Vor allem im nächsten Derby am Wochenende müssen Punkte her. Es wird wichtig sein, dass wir nachlegen jetzt, vor allem gegen Dresden. Das ist ein Derby, ein spezielles Spiel für uns, für alle Leute, denke ich auch, wo hier drin sitzen. Und das, denke ich, wird sehr wichtig sein, dass wir da die zweite Halbzeit vor allem bestätigen und unbedingt die 3 Punkte zu Hause behalten wollen gegen Dresden. Das wird das Ziel sein. Überraschend setzte sich dann auch FCE-Präsident Helge Leonhardt mit ins Plenum. Seine Ansage? Für mich ist entscheidend, dass wir relativ verletzungsfrei durchgehen, dann dass solche punktuellen Neuzugänge wie Albert zünden. Ich bin so froh, dass Dima angekommen ist und dass wir auch dadurch den Kampf aufnehmen können. Und diese punktuellen Verpflichtungen, das ist ja immer eine Sache zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit. Im Profisport, ihr wisst genau, wir befinden uns, wir leben nicht im Penthouse der zweiten Liga wirtschaftlich gesehen. Wir leben unten drinnen. In den unteren Etagen, manchmal haben wir gar keinen Aufzug. Ja, wir latschen halt hoch. Und die Frage ist ja so, wenn du Spieler verpflichtest, dann ist es ja so, gerade in der Halbserie, damit es auch noch erkannt wird, es muss ja die Qualität passen. Und es bringt ja auch nichts, Spieler verpflichten, wo du einen langen Integrationsprozess brauchst. Den Spieler brauchst du eigentlich, wenn du nicht langfristig bekommst, eigentlich nur 3 Monate. Weil dann sind die Messen gesungen, das ist Februar, März, April. So, dann ist der Ofen aus oder du brennst noch. Wir schauen nach Rostock, wir schauen nach Jena, wir schauen nach Halle, wir schauen nach Chemnitz, wir schauen nach Leipzig, mal abgesehen von dem Glücksfall RB. Dort gibt es ja auch Lok, dort gibt es ja auch Chemie. Wir schauen nach Cottbus. So, aber Aue und Dynamo Dresden spielen in der zweiten Liga, das ist ein Segen. Das ist eigentlich ein Wunder. Wir sind eigentlich regional gar nicht dazu vorbereitet. Das ist jetzt aber nicht böse gemeint. Es ist immer wieder das Wunder von Aue. Warum ist das so? Weil Leute ehrliche Arbeit abliefern, weil Leute sich den Arsch aufreißen. Und wir wollen genauso viel Erfolg haben. Klasse halten, sich auf dem Platz förmlich zerreißen, pushen. Das ist das, was Leonhardt verlangt. Was aber aus Trainer Dotschev wird, sollte der Klassenerhalt nicht eintreten, ließ er offen. In seiner Brust werden aber immer die beiden Hämmer schlagen. Ob er Präsident des FCE bleiben wird, kann er heute noch nicht sagen. Für jede Antwort spendet der Angerwirt Thomas Scheiter übrigens 10 Euro für den FCE-Nachwuchs. 270 Euro waren zusammengekommen und damit auch jede Menge Antworten. Die Nachrichten am Donnerstag. Die Stadtwerke Aue warnen vor Betrügern. Aktuell sind wieder vermeintliche Energielieferanten angeblich im Auftrag der Auer Stadtwerke auf Akquisetour, informiert das Unternehmen. Die Kunden werden angerufen und gedrängt, einen Vertrag abzuschließen. Die Auer Stadtwerke bitten alle Kundinnen und Kunden, auf keinen Fall auf solche Angebote einzugehen und wenn möglich mitzuhelfen, unseriöse Geschäftspraktiken zu beenden. Informieren kann man sich jederzeit unter www.swaue.de. Während der Öffnungszeiten kann man sich an das Kundenbüro unter den Telefonnummern 03771 55 66 33 bis 35 wenden. Auch Auskünfte zu Bankverbindungen, Zählernummern und andere Informationen sollte man keinesfalls geben, denn den Auer Stadtwerken sind diese Angaben ihrer Kunden bekannt. Für all jene, die sich zu einem Vertrag drängen lassen, gilt das Widerrufsrecht. So hat jeder Kunde bei Haustürgeschäften das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den so geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Bei Problemen kann sich der Kunde auch an die Schlichtungsstelle Energie e.V. Friedrichstraße 133 in 10117 Berlin oder Telefon 030 25 57 24 00 beziehungsweise auch per E-Mail an info@schlichtungsstelle-energie.de wenden. Die Ferien im Auer Hort Weltentdecker sind diesmal besonders feurig. Noch in der Schulzeit hatten sich die Kids mit dem Thema Feuerwehr beschäftigt. Die Erstklässler hatten sich dann sogar mit einem selbstentworfenen Kartenspiel am diesjährigen Malwettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen beteiligt.
Für das erhielten sie jetzt einen Ehrenpreis, überreicht durch die Fachgebietsleiterin Brandschutzerziehung der Landesjugendfeuerwehr Sachsen, Heike Vetter. Außerdem gab es Spielzeug und jede Menge Anerkennung. Und die könnte sogar noch wachsen. Denn das kreierte Kartenspiel Tatütata, die Feuerwehr ist da, soll demnächst vielleicht sogar in größerer Stückzahl aufgelegt werden. Schnelles Internet wird immer wichtiger. Wie die KM3 Teledienst GmbH aus Bayerfeld mitgeteilt hat, hat sie jetzt im Februar 2017 einer Vielzahl erzgebirgischer Orte neue Internetgeschwindigkeiten für die Nutzer zur Verfügung gestellt. Es soll vielerorts nicht nur schneller, sondern auch preiswerter werden. Insgesamt profitieren ca. 22.000 Haushalte von diesen Erweiterungen im Erzgebirgskreis. KM3 ist Spezialist für Internet über das TV-Kabel. Über das Kabel der ehemaligen Antennengemeinschaften kann man aber nicht nur im Internet surfen, sondern auch telefonieren und eine Vielzahl von Fernsehprogrammen, unter anderem auch ErzTV, anschauen. Gerade jetzt, wo die Telekom einer Vielzahl ihrer Kunden die analogen Telefonanschlüsse kündigt, ist ein Telefonanschluss über die Fernsehdose eine preiswertere Alternative. Auch hier gibt es Telefonflatrates ins Festnetz und auch in alle Mobilnetze. Die Firma KM3 investiert regelmäßig in den Backbone-Ausbau, um allen Nutzern noch mehr Geschwindigkeit zur Verfügung zu stellen. In manchen Ortschaften steigt die maximale Internetgeschwindigkeit auf 33, 53 oder 103 Megabit pro Sekunde. Dabei stammt die 3 vom Firmennamen KM3. Ein TV-Kabelanschluss kann mit derzeitiger Technologie Geschwindigkeiten bis 400 Megabit pro Sekunde erreichen. Die KM3 Teledienst arbeitet daran, zukünftig diese Geschwindigkeiten anzubieten. Die alte Telefonleitung, selbst beim derzeitigen Neuausbau durch die Telekom, hat ihre Leistungsfähigkeit bei 100 Megabit pro Sekunde ausgereizt. Zur jüngsten Jahreshauptversammlung des Scheibenberger Erzgebirgszweigvereins mit Neuwahl des Vorstandes wurde im Scheibenberger Ratssaal nicht nur Resümee gezogen. Die Heimatfreunde haben auch neue Aufgabenstellungen im Visier. So sind sie unter anderem gefragt, wenn es um die weitere Bewirtschaftung des traditionsreichen Aussichtsturms geht. Dazu gesellen sich bewährte traditionelle Veranstaltungen und die Traditionspflege des heimatlichen Brauchtums. Außerdem kann der Erzgebirgszweigverein Scheibenberg in diesem Monat auf eine 25-jährige erfolgreiche Vereinstätigkeit seit der Wiederbelebung des Zweigvereins im Jahr 1992 zurückblicken. Nicht zuletzt der erfolgreichen Vereinsführung der vor 25 Jahren gewählten und rührigen ersten Vorsitzenden, Heimatfreundin Rebecca Freitag. Sie agiert noch immer erfolgversprechend an der Spitze des Vereins. Die Versammlung zur Neugründung bzw. Wiederbelebung des traditionsreichen Vereins fand am 1. Februar 1992 statt, maßgeblich gestaltet von dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Anderski mit Unterstützung durch Mitarbeiter des Rathauses Scheibenberg. Eine gute, straff organisierte Zeitspanne mit viel Erlebtem und Schönem liegt hinter den Scheibenberger Vereinsmitgliedern, die in all diesen vergangenen Jahren vieles neu entdeckt, schöne Flecken der Heimat erkundet, mit Wanderwart Manfred Weißflog in den Bergen gewandert und auch die Hochalpenstraße erkundet haben. In guter Erinnerung dabei sind unter anderem die Wanderausfahrten 1996 nach Untertauern ins Salzburger Land, 1998 und 99 nach Wildschönau in Tirol oder ins Geschnitztal am Brennerpass vor 17 Jahren sowie 2012 in die Fränkische Schweiz. Gemeinsam haben sie tolle Erlebnistouren gemeistert und sind gerade auch im Erzgebirge kreuz und quer gewandert und haben richtig große Feste auf dem Scheibenberg mitgefeiert. Theaterbesuche in Annaberg oder beim Grottendorfer Mundarttheater, die Gestaltung von Hutzenorbenden, all das zeigt der Rückblick der Vereinsgeschichte. Höhepunkte in der 25-jährigen Vereinsarbeit waren auch die Besuche der Erzgebirgszweigvereine aus Berlin und Dresden in Scheibenberg oder die Teilnahme am Tag der Sachsen und an der 475-Jahrfeier Scheibenbergs. Großen Wert legen die Vereinsmitglieder mit musikalischer Unterstützung von Christoph Flath, der erzgebirgischen Mundartliederpflege, so unter anderem des Scheibenberglieds. Gesungen hatten die allerdings diesmal nicht
Und auch der Nachwuchs fehlt etwas. Die Konstante ist aber geblieben. Rebecca Freitag ist nach der Wahl weiterhin die Vereinsvorsitzende. Im Zusammenhang mit dem notwendigen Austausch eines Telefonmastes der Telekom wird am Samstag, dem 25. Februar von 9 bis voraussichtlich 11 Uhr eine Einbahnstraßenregelung am Kreisverkehr in Annaberg-Buchholz wirksam. In dieser Zeit ist aus Richtung Annaberg die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Buchholz bzw. Aue und Schwarzenberg nicht möglich. Eine Umleitung wird über Bahnhofstraße, Schlösselbrücke und Straße der Einheit zur Ampelkreuzung in Buchholz und zur B101 ausgewiesen. Aus Richtung Aue, Schwarzenberg, Buchholz und Frohnau kann problemlos zum Kreisverkehr gefahren werden. Wenn das Wochenende in greifbarer Nähe rückt, rückt auch immer ein neues Magazin bei ERZ-TV näher. Diesmal steht Benjamin Unger wieder in den Startlöchern und macht uns den Kabeljau schmackhaft. Das aber, wie immer, nicht allein, denn ein Gesprächsgast ist bei Treffpunkt kulinarisch genauso wichtig wie die Zutaten. Ein nicht ganz so typisches Wintergericht bereitet Benjamin Unger in der Kochsendung Treffpunkt kulinarisch ab Samstag im ERZ-TV-Programm zu. Studiogast Michael Schneider und Fernsehkoch Benjamin Unger sorgen für eine frische, leichte Küche. Aufgetischt wird Kabeljau mit geschmorten Chicorée und Ofenkartoffeln. Das Dessert besteht aus einem leichten Schokoladenschaum mit gebrannter Ananas und rosa Pfeffer. Da du ja auch nicht unbedingt so der deftige Esser bist sozusagen, haben wir das auch ein bisschen darauf ausgerichtet, wo wir jetzt auch schon die letzten Sendungen so ein kleines bisschen hatten. Und nicht immer nur so fettig und Kohlenhydrate, sondern genau. Eine schöne, leichte Küche. Deshalb ist es auch nicht ganz so üppig, aber ich denke mal, es kommt was Schickes raus. Michael Schneider ist Inhaber der Bücherwelt in Schwarzenberg. Klar, dass er eine Menge über den Buchhandel zu erzählen hat. In den letzten Jahren kam für die Buchhandlungen ein neuer Konkurrent hinzu, das Internet. Doch günstiger sind die Bücher dort meist nicht, sagt er. Aber im Buchhandel, wir haben also den großen Vorteil für den Kunden auch, dass wir eine Preisstabilität haben, um nicht zu sagen eine Preisbindung. Unsere Preise werden vom Verlag festgelegt. Und ob ich das online bestelle oder bei mir in der Buchhandlung reinkomme und das da kaufe, ist der bis auf den letzten Cent der Preis des Buches gleich. Das ist schon mal, wo der Kunde eine Sicherheit hat. Und bei uns kommt genau das, was du gesagt hast, kommt dazu unser Engagement. Ja? Und wir betreiben das halt wirklich mit Liebe und Hingabe. Und da sind wir relativ nah beieinander. Das ist beim Kochen ja genauso. Ja? Ja. Du musst Freude an deinem Job haben. Wenn du keine Freude am Kochen hast, dann schmeckt das entsprechend auch so. Ich meine, ja? Genau. Ein Stück Fleisch da reingehauen. Emotionen und gehören halt dazu. Emotionen sind menschlich. Und genauso ist das bei uns auch. Ne? Die Leute kommen zu uns und sagen, Mensch, was habt ihr Neues? Was könnt ihr uns empfehlen? Und da können wir eben auch was dazu sagen. Ja? Zudem beantwortet er die Frage, ob er wirklich alle tausenden Bücher aus seiner Buchhandlung gelesen hat. Treffpunkt kulinarisch sehen Sie ab diesem Samstag zu jeder ungeraden vollen Stunde außer nachts zwischen 0 und 6 Uhr bei uns im Programm. Und jetzt noch die Veranstaltungen. Wenige Tage dauert es noch, dann wird es in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands wieder närrisch. Mit großen Schritten nähert sich der 100. Skifasching der kaiserlich-königlichen Skimonarchie zu Kurort Oberwiesenthal. Beginn des eigentlichen Faschings auf Skiern ist am 26. Februar um 10.30 Uhr an der Freilichtbühne. Dort stürzen sich zum Anfang des Tages wieder Eisbader und kälteerprobte Narren in ein Wasserbecken. Weiter geht es darauf mit der Vereidigung der Narrenpolizei und der Verkündung der Narrengesetze, traditionell um 11.11 Uhr. Highlight der 100. Saison der Wiesenthaler Narren ist unter anderem der große historische Festumzug durch die Stadt. Über 400 Narren werden an diesem Tag die Geschichte des Skifaschings darstellen und ziehen gemeinsam ab 13 Uhr mit Wagen, Puppen und Kostümen in Richtung Skihang. Im Anschluss daran bieten mutige Springer und waghalsige Wintersportler wieder ein buntes Programm auf Europas größter Dreihübelschanze. Abschluss der Jubiläumssaison wird der Rosenmontagsball sein.
Dieses Wochenende bietet die Eisarena auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz eine breite Veranstaltungspalette. Am Freitag erwartet die Besucher von 18 bis 22 Uhr unter dem Motto Disco on Ice ein Lagerfeuer an der Eisbahn sowie heiße Rhythmen mit dem Musikexpress. Alle Fußballbegeisterten kommen dann am Samstag ab 9.30 Uhr auf der Eisfläche auf ihre Kosten. Vier Teams spielen erstmals im Rahmen eines Eisfußballturniers um den Sieg. Sonntag ist dann Faschingsgaudi angesagt. Das Team der Eisbahn prämiert die schönsten Kostüme und sorgt für Spiel und Spaß auf dem Eis. Und am Samstag, dem 4. März ab 20 Uhr, zeigt der tschechische Kulturwissenschaftler, Fotograf und Buchautor Petr Mikšiček Filme über das Erzgebirge, in denen er historische Inhalte aufgegriffen und verfilmt hat. Außerdem zeigt er einen Dokumentarfilm vom Landart-Festival in den Ruinen der verschwundenen Ortschaft Königsmühle. Abgerundet wird der Filmabend durch das anschließende Gespräch, in dem der Filmemacher selbst zu Wort kommt und das Publikum zum gemeinsamen Dialog einlädt. Ein Muss für alle Kulturinteressierten im neuen Konsulat Lichtfabrik e.V. Buchholzer Straße 57 in Annaberg-Buchholz. Jetzt freuen wir uns schon alle auf die nächste Kompaktsendung. Die gibt's am Freitag um 20 Uhr hier bei ERZ-TV. Und zwischendrin stehen weitere Nachrichten und Berichte bei erztv.de oder Facebook in diesem Internet zur Verfügung. Einen schönen Abend wünschen wir. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf! Komfort für alle Generationen. Ein Großteil der Bevölkerung wünscht sich eine altersgerechte Badausstattung. Angesichts der langen Lebensdauer eines Bades stellen sich viele Menschen, auch junge, die Frage, wie sich ihr Wohlfühlbad künftigen Lebensphasen anpassen kann und wachsenden Ansprüchen gerecht werden sollte. Immer mehr Menschen träumen von einem Badezimmer, das von Kinderbeinen an bis ins hohe Alter Komfort und Funktionalität verspricht. Ein Bad, das den Ansprüchen ganz unterschiedlicher Nutzer gerecht wird. Ein Raum mit einem individuellen Badkonzept für junge und ältere Menschen zugleich. Ein Bad mit einer Ausstattung, die ein selbstständiges Leben ermöglicht, ohne dabei an das Älterwerden zu erinnern. Neben bodengleichen Duschwannen, breiten Glastüren, ausreichend Bewegungsspielraum und Produkten mit Mehrwert, wie beispielsweise rutschhemmende Oberflächen oder einen Duschhocker, Haltegriffe zum Nachrüsten, ein unterfahrbares Waschbecken, einen tiefer gesetzten Spiegel und mit Keramiken und Accessoires. Jeder möchte sein Leben so lang wie möglich in den eigenen vier Wänden verbringen. Dies gelingt natürlich nur, wenn das Umfeld so gestaltet ist, dass Barrieren kein Thema sind. Bei jeder Badplanung kommt es darauf an, individuelle Lösungen zu finden, die optimal zu Ihren Wünschen und individuellen Lebenssituationen passen. Lassen Sie sich beraten bei Bad und Heizung Schreiber. Einrichten, wohlfühlen, zufrieden sein. Dann kommen Sie zu Reko-Möbel in Stolberg. Hier finden Sie auf 2000 Quadratmetern kreative Einrichtungsideen. Ob modern oder klassisch, eine große Auswahl an Küchen, Wohn- und Schlafmöbeln erwartet Sie. Bauen Sie auf die langjährige Erfahrung der Verkaufsberater. Ganz in Ruhe plant man mit Ihnen gemeinsam Ihre neue Küche, das Schlafzimmer oder den Essbereich. Gern berät man Sie auch bei Ihnen zu Hause. Freundlichkeit und Kompetenz sind dabei Grundvoraussetzung. Bei Bedarf erhalten Sie zudem ein Finanzierungsangebot ab 0% effektivem Jahreszins und man entsorgt Ihre Altmöbel. Termingerechte Lieferung, auch bundesweit, sowie der fachgerechte Aufbauservice durch hauseigene Monteure sorgen für ein rundum sorglos Paket. Und das Beste, Sie zahlen keinen Cent mehr als in den größten Möbelhäusern. Im Gegenteil, hier überzeugt man oft mit besseren Preisen und durch ein Mehr an Service. Nicht umsonst kann das Stolberger Möbelhaus auf eine 98%ige Kundenzufriedenheit verweisen. Das hat eine Studie der Möbelakademie Oldenburg bestätigt.
Außerdem wurde Rekomöbel zum vierten Mal in Folge für seinen Service und die Qualität als 5-Sterne-Möbelhaus ausgezeichnet. Ich habe bei Rekomöbel eine Küche gekauft und war mit dem Service sehr zufrieden. Es war eine tolle Beratung und die Lieferung war alles fristgerecht und zu meiner Zufriedenheit. Es wurde immer auf meine Wünsche eingegangen, es wurden neue Ideen eingebracht und deshalb empfehle ich jedem, zu Rekomöbel einzukaufen zu gehen, weil es ein tolles Möbelhaus ist. Überzeugen Sie sich einfach. Rekomöbel. Wir lieben Möbel. Und freuen uns auf Ihren Besuch. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a.